Den Grimaldo kannte vorher keiner, sagte Uli Hoeneß. Spätestens jetzt kennt man ihn auch in München. Auch ein Leroy Sané beim 0:3. Sichtlich not amused. Und das ist natürlich eines unserer Themen heute in der Bundesliga-Webshow. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und unser Gast heute, ich bin mir sicher, kannte auch Alex Grimaldo vor diesem Spieltag. Markus Babbel ist heute wieder bei uns. Das erste Thema, was ich sehr gerne mit dir besprechen wollen würde, ist die Aufstellung. Ein Jonathan Tah hat gesagt, dass er vor dem Spiel, als er diese Elf gesehen hat, sich gefreut hat, weil das ein Indiz für ihn war, dass die Bayern Leverkusen ernst nehmen. Sie wollten sich anpassen. Warst du überrascht von der ersten Elf von Tuchel? Ja, 100%. Das ist ja ein Zeichen, dass ich Angst habe. Der FC Bayern ist ja eigentlich der Verein, der Angst verbreitet. Aber du hast damit natürlich signalisiert, ich habe extrem großen Respekt vor Bayer Leverkusen. Ich wundere mich jedes Mal wieder, wie man so wenig den FC Bayern kennt. Ob das jetzt Thomas Tuchel ist, ob es ein Julian Nagelsmann davor war. Ich verstehe nicht, wie der FC Bayern funktioniert. Da ist einiges im Argen. Und jetzt versuche ich, Spieler auf Positionen zu bringen, die sie nicht gewohnt sind. In einem Topspiel, wo alles passen muss. Das konnte ich definitiv nicht nachvollziehen. Auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, was glaubst du, war die Idee hinter dieser Aufstellung von Thomas Tuchel? Ja, er hatte schlussendlich Angst vor dem Tempo der Leverkusener. Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Spieler einfach nicht wussten, was sie genau wie, wann, wo machen sollen.